Heute berichte ich euch von den 10 Dingen, die ihr in den USA auf keinen Fall tun solltet. Bei Personenbeschreibung nicht auf die Rasse eingehen. Der Asiate, der Schwarze, die Dicke. In den USA habe ich aus persönlicher Erfahrung festgestellt, dass das nicht gerne gesehen oder gehört wird, wenn man Freunde oder Personen in der Nähe so beschreibt. Wenn man das tut, so läuft man sehr schnell Gefahr, in die Schublade eingeordnet zu werden. Man hätte Vorurteile und auch wenn man es nicht gar nicht so gemeint hat. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, immer Menschen nach ihrer Kleidung zu beschreiben. Also das machen die hier sehr oft. Der mit dem blauen Hemd. Ja, wieso ist das so? Da habe ich mir selbst noch nicht so richtig tiefe Gedanken gemacht. Aber hey, vielleicht habt ihr eine Idee. Ihr könnt ihr gerne im Kommentar einfach schreiben und wir können mal darüber diskutieren, warum das in den USA eurer Meinung nach so ist. Menschen unterschätzen. Auch ein sehr interessantes Thema. Ich komme ja aus Köln und als Jugendlicher habe ich erlebt, wie so andere, ja, die nannten wir damals Assis, andere Mitbürger angemacht haben. Oft haben die sich so die Schwächeren ausgesucht. Was guckst du so blöd? Ich krieg's gleich eine. Das war deren Art von Stärke zeigen, so eine Selbstbestätigung suchen. Und ich glaube, auch eine Art von Frustabbau, bedingt durch vielleicht gestörte familiäre Bedingungen oder fehlende Anerkennung woanders. Ich wünsche mir, dass diese Assis, ja, das hier in den USA machen. Die hätten definitiv eine kurze Lebensspanne. Ich kann euch auch sagen, warum das so ist. Hier in den USA, egal ob schwach aussehend, dünn gebaut, aussehend wie ein Nerd, wie auch immer. Wenn du hier Menschen so anmachst, kann alles passieren. Denn hier gibt es keine, wie heißt das, Stereotypen. Ja? Der kann aussehen wie ein Penner und Nobelpreisträger sein. Oder klein, introvertiert, Hornbrille, zusammengezuckte Schultern, kann sich als Mixed Martial Arts Wettkämpfer entpuppen. Ich spiele hier gerne Billard, so abends mit Freunden und einer unserer Freunde sieht aus wie so ein ganz normaler, kleiner, freundlicher Kerl und ist aber FBI-Agent. So eine vielredende, spaßige Frau aus unserem Freundeskreis, die immer für Quatsch zu haben ist, die arbeitet für das Verteidigungsministerium. Und so ein anderer Kumpel ist so ein durchgeknallter Partygänger, ständig betrunken, das ist immer so ein witziger Typ, ist aber ein Cop. Also, wie kann man das am besten beschreiben? An der Supermarktkette steht so einer mit Badeschlappen und dreckigem T-Shirt, ja, bezahlt mit seiner American Express Centurion, also die schwarze, und fährt dann mit seinem Aston Martin davon. Also ich könnte den ganzen Tag erzählen. Ich sag's euch, beurteilt die Menschen nicht aufgrund ihrem Aussehen und unterschätzt die Menschen hier nicht. Sprüche reißen. Eine Freundin hat sie erzählt, aus Deutschland. Sie ist sportlich und schlank gebaut, also eine gute Figur, eine richtig gute Figur. Sie hat in Köln ein kurzes Kleid im Restaurant und eine etwas ältere Dame hat ihr dann gesagt, Schätzchen, ist das Kleid nicht etwas zu kurz? Klar, ist unverschämt, ne? In Deutschland jedoch ist das ein Spruch, eine Anmache zwischen Tür und Angel. Ja, das passiert schon mal, also jeder hat mal solche Geschichten. Ja? Hier in den USA kann es damit enden, dass man ein Glas Wasser oder Wein ins Gesicht bekommt. Oder eine Ohrfeige. Die Amerikaner können sehr rabiat sein, wenn sie sowas hören. Das kommt auch daher, dass man hier genau das Gegenteil gewohnt ist. Ständig wird man von wildfremden Menschen gelobt. Also in ihrem Fall wäre das durchaus normal gewesen, wenn sie "You have a beautiful dress" gesagt hätte. Ja, entsprechend ist es auch so ein Schock und ein Auslöser für eine sehr starke emotionale Reaktion. Hier würde man sagen, to struck a chord, wenn völlig unerwartet jemand etwas Negatives sagt. Du kannst hier sehr schnell also einen Nerv treffen. Anders als in Deutschland, da kriegt sie im besten Fall ein "Schau dich doch selbst an" zurück. Ja? Beide schauen sich dann grimmig an, aber so schnell kommst du halt in den USA mit sowas nicht davon. Hier sind immer die positiven Sachen im Vordergrund, also immer etwas Positives sagen. Wenn du dann etwas Negatives sagst, wird das hier als Herausforderung verstanden, zu kämpfen.
Also so eine Herausforderung zum Duell, ja, das ist die Kultur hier. Und die Herausforderung wird dann oft auch angenommen. Billig einkaufen, billig ist billig. In den USA kann man nicht sparen wie in Deutschland. Also wenn man hier billigen Käse kauft, schmeckt der nach Plastik. Waren und Kleider zum Beispiel, die fallen auseinander, wenn sie billig sind. Und man kann sich bei billigen Lebensmitteln Magenprobleme bescheren. Also billig ist billig. Selbst Markenwaren, hier so bei Läden wie zum Beispiel Walmart, Ross, TJ Maxx, Burlington, gibt es Markenwaren im Angebot. Also wie zum Beispiel Marken wie Ralph Lauren, Hilfiger, Guess, Calvin Klein, selbst Gucci habe ich gesehen. Entsprechend sind das aber auch schlechte Erzeugnisse. Also einfach auf billiges Zeug die Marke drauf gepappt. Ich denke, die haben das einfach lizenziert, draufgeschnitten und einfach für die ärmere Zielgruppe. Lebensmittelvergiftung. Geh hier nicht in ein Restaurant, das du nicht kennst oder nicht empfohlen bekommen hast. Oder beschäftige dich mindestens 10 Minuten mit den Bewertungen eines Restaurants, also zum Beispiel Google oder Yelp. Die Hygiene ist hier eine einzige Katastrophe. Das System mit dem Gesundheitsamt ist für deutsche Verhältnisse meines Erachtens ungenügend. Lebensmittelvergiftung steht hier an der Tagesordnung. Mit den Franchise-Ketten seid ihr in der Regel auch ganz gut dran, weil die haben oft strenge Selbstkontrollen. Traurig aber wahr, mit Pizza Hut, McDonald's, Burger King, Jack in the Box, Taco Bell seid ihr besser dran als bei irgendeinem Thailänder oder was weiß ich, den ihr nicht kennt. In keinem Land der Welt kommt man akkurat komplett zum Stillstand bei Stoppschildern wie in Amerika. Der Grund ist ganz einfach, hier gibt es überall Cops und die Strafe liegt bei mindestens $400 und ein Punkt. Und dann musst du zum Traffic Court. Also beim Traffic Court war ich ja schon mal in meinem Video 10 Gründe nicht in die USA auszuwandern, habe ich über meine Erfahrungen beim amerikanischen Gericht berichtet. Link findet ihr in der Beschreibung unten. Ja, bei Stoppschild immer anhalten. Fußgänger haben immer Vorfahrt. Wenn ihr Auto fahrt, in der Straßenverkehrsordnung in Deutschland steht ja, an Fußgängerüberwegen haben Fahrzeuge den zu Fuß Gehenden, welche den Überweg erkennbar benutzen wollen, das Überqueren zu ermöglichen. Wohlgemerkt, im deutschen Gesetz steht, den Überweg benutzen wollen. In den USA gilt das überall. Kann man auch beobachten, die halten einfach an, wenn ich hier am Straßenrand warte, egal wo. Also es muss nicht am Überweg sein, egal wo. Fußgänger haben immer Vorfahrt. In einer fremden Stadt einfach herumfahren. Also in San Diego, wo ich lebe, ist das kein Problem. Aber in LA würde ich das zum Beispiel nicht machen. Einfach mal in der Stadt herumcruisen. Ist in den USA einfach lebensgefährlich, denn hier gibt es Gangzonen und sehr viele heruntergekommene Kommunen. Viele dieser Orte nennen sich Projects, also richtig schlimme Gegenden. Es gibt ja mittlerweile GPS und Internet. Nutze das Internet, um dich vorher zu informieren, und GPS, damit du auf der Strecke bleibst und nicht zur Strecke gehst. Öffentlich Alkohol trinken ist verboten, Handschellen, Gefängnis. Ist so, welcome to America. Strong Opinion. Strong Opinion wird nicht gerne gesehen, zumal du dich dann sofort zum Outsider machst und dann alle einfach einen Bogen um dich herum machen. Was ist Strong Opinion? Ein Beispiel, so ein Spruch. Der Spruch, ich würde nie meinem Kind eine Spielzeugpistole kaufen. In Deutschland habe ich das oft gehört. Hier, das geht gar nicht. Das ist ja nur ein Beispiel. Zum Beispiel, du hast dann zwei enthusiastische Waffensammler. Der andere kommt aus einer traditionellen Cop-Familie. Oder da ist jemand dabei, wo der Ehemann vom Einsatz nie wieder zurückgekommen ist. Und ist ein Held und die ganze Familie traut, ganz stolz. Die werden dich hassen, vielleicht sogar konfrontieren. Selbst wenn du Befürworter hast, werden sie erschrocken davon gehen. Menschen sind hier geprägt von einer unbeschreiblichen und auch ungewöhnlichen und skurrilen Vielfalt an Interessen, Herkunft und Vorlieben, weswegen das hier sehr viel anders ist als in anderen Ländern mit Strong Opinion. Oder jemand erzählt etwas und du sagst, nee, das habe ich anders gelebt. Nee, also nee, Entschuldigung. Nee. Auf keinen Fall, ja? Nee. Und ich garantiere dir, die haben dann zero Respekt vor dir. Das muss man hier schmerzhaft als Deutsche lernen, dass man grundsätzlich jegliche Art von Negativismus oder auch kontroverse Diskussion nicht öffentlich äußert. Strong Opinion, weil einfach Leute auch andere Meinungen haben und wir sind dann beleidigt und du willst niemanden beleidigen. Strong Opinion wird dafür sorgen, dass du hier keine Freunde haben wirst. Noch eine, also
also keine amerikanischen Freunde. Du wirst wahrscheinlich ganz viele deutsche Freunde haben, die dann sagen, nee. Zum Thema allgemeiner Menschenverstand, dazu habe ich übrigens auch ein Video geplant. Ihr dürft gespannt sein. Bis bald.